Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stoppenbar im LS19 am Mittwochmorgen, einen wunderschönen. Ja, ich bin hier schon mal auf die nächste Wiese rüber gefahren und habe auch schon die ersten 3-4 Ballen gewickelt. Und ja, bin halt eben jetzt gerade noch hier bei. Oder wir müssen jetzt hier nochmal, wir sind jetzt hier bei, so, sag mal. So, ihr seid ihr auch wieder, ihr Zuschauer gemeint, auch wieder mit dabei. Ja, wir haben noch diese wunderschöne Wiese, Schrägstrich Feld 77 zu wickeln und dann natürlich noch die ganzen anderen. Und ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, wäre ich so vermuten. Siehst du, jetzt habe ich doch wieder was vergessen. Ich wollte Simple IC mit drauf nehmen. Hab ich nicht, ich glaube, ich habe sogar mit drauf, ich habe es noch nicht aktiviert, ich bin. Na gut, ne? Kann man machen. Oh Gott, der Ball ist gerade ein bisschen, ja, hat nicht ganz so gesund ausgeschaut, aber, ja, passiert, ne, passiert. So. Was haben die da oben schon wieder für Problem? Ich habe das Gefühl, die haben den Crash gebaut, weil sie beide durchdrehende Reifen, dass sie sich irgendwie wieder verkeilt haben. Oh Gott, Jungs, was macht ihr denn? Oder die Damen, was sind zwei Damen, okay. Warte, der muss eigentlich nur ein bisschen weiter rüber. Ich komme immer und so. Funktioniert heute? Ah. Ja. Versuch's mal so. Das ist halt, weil ich kann den vorne halt nicht. Ich kann den halt hier nirgends anlangen, das ist halt ein Problem. Das heißt. Oh Gott. Das ist jetzt so geflogen. Hä? Komm schon noch ein Stück mit hinter. So. Dann kann ich nämlich hier neu ranfahren. Dann müsste es eigentlich wieder passen. Oder? Doch, das geht jetzt, oder? Da ist wieder der Name. Target. Wer? Was ist Target? Wieso? Was ist der Name? Ups. Aber. Das ist wieder zu weit weg. Ich wollte mich doch verarschen, Leute. Ist da. Haben die CP-Fahrer jetzt einen Namen gekriegt? So, jetzt passt. Es sieht halt wirklich so aus, ne? Also. Ja, gut. Motor ist aus, man kennt's. Aber ja, anscheinend haben die CP-Fahrer jetzt einen Namen gekriegt. Gut. Ja. Und, ja, das, Frontlader-Pack. Alu, ne, wie schaut das doch? Alu, Alu, so. Habe ich doch drauf. Aber, also auf jeden Fall, ich habe es aktiviert, aber entweder schreibt man es anders, oder? Ist das Alu? Ne, es ist doch nicht Alu. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Also, wieso steht dann. Nee, das. Nee, das sind keine Ahnung. Oh. Ach, kann das sein, dass der zu CZ dazu gehört? Sind Betrasch. Schlauhilfe weg zu hinzugefügt. Ach da. Aha, okay. Keine Ahnung, ich glaube die sind vom CZ-Pack, würde ich jetzt mal so schätzen. Weil ein Radlader ist ja da auch dabei. Aber gut. Ich muss jetzt dann gleich nochmal gucken, welche Frontlader das jetzt dann genau ist. So, zack. Oh, war gerade ein bisschen Gras kaputt. Aber das gehört. Das gehört der Baumstreifen hier eigentlich auch uns oder gehört der? Warte mal kurz, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ach, der gehört nicht mehr uns. Okay, schade. Warte mal, kann man den kaufen? Ah, okay, der gehört da. Ja, wenn wir 31 Millionen auf dem Konto hätten, könnten wir uns das Teil da kaufen. Aber haben wir momentan nicht. Und dann haben wir nur 45.000 zum Angebot. Womit wir eigentlich, wenn das so Streifen hier separat zum Kaufen gäbe, locker kaufen könnten. Aber, ja, der gehört. Kann man sich nicht einzeln kaufen. Schade. Und so schnell jetzt einfach mal
kurz die Bäumchen wegmachen können, umfügen und dann wäre das eine Erweiterung. Aber ja. Ja, Leute, wir haben ein neues Ziel. Wir müssen 31 Millionen verdienen. Alter. Das wird, ja, wenn die Challenge wäre, das wird auf jeden Fall. Gott. Ich glaube, da war irgendwas unter meinem Pedal, was sich dazu komisch angehört hat. Also, es war nicht Pedale an sich, sondern war, entweder war ein Brüsselchen oder irgendwas war darunter gelegen. Unter dem. Was sagt man denn dazu? Unter der Plastikfläche halt, wo halt das ganze Zeug montiert ist. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen vorgeschoben. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen geknackst. Gut. Solange es nicht die Gaspedale, solange es nicht die Pedale an sich waren, ist alles gut. Alles im grünen Bereich. Verpasst. Die Ballen liegen ja alle ein bisschen so schräg da. Ich weiß nicht. Soll es so sein oder passiert es einfach nur, wenn man schneller fährt und die fallen raus, dass sie einfach irgendwie so verdrehen? Glaube ich eher. Ja, teilweise liegen sie richtig schön gerade und teilweise, ja, liegen sie so schief da, damit man sie auch nicht aufnehmen kann, oder? Doch, geht. Gut, das geht, das passt. Dann, oh, wir sind einmal rum ums, wir sind einmal rum um die Wiese, ja. Das hört sich eigentlich so komisch an. Was sagt man denn so, die Fläche? Ich sag einfach Acker. Ich sag einfach mal, wir sind einmal rum um den Acker. Weißt du, das hört sich eigentlich alles nicht so richtig passend an. Normalerweise holt man keine Gras oder keine grünen Ballen von einem Acker. Aber ja. Ich sage einfach Feld, weil es ist einfach ein angesehenes Feld. So. Ich glaube, dann passt es mir damit zufrieden. So, der große Feld ist fertig. 39 ist es. Das sehe ich gerne. Sinn. Ich glaube, ist so fertig mit Ansehen dann. Weil die da oben haben wir beide dann und das 80er Feld war das erste, was wir angesehen haben. So, genau, weil da kein Stroh drauf lag. Passt, dann haben wir das auch schon alles. Das ist natürlich wunderbar. Das da oben läuft. Also ich habe schon länger keine Nachricht mehr gekriegt. Das heißt, ich bin guter Dinge. Ja. Mal wieder runter hier. Zack. Ja, das passt. Und dann, so, geht doch. Zack. Fahren hier mal kurz hoch. Und leider hier noch kein Frontlader dran, sonst kann ich die ein bisschen zurecht drücken. Aber ich glaube, die sammelt auch so auf. So, die sind auch bewegt. Oh oh. Okay, das muss ja nur entladen werden. Das ist keine Problemnachricht. Das ist halt erst ein Problem, wenn eine zweite rote Meldung dran kommt. Bis jetzt hält sie in der Waage eine blaue und eine rote. Es funktioniert. Es hat funktioniert. Leute, guckt dir das an. Ja, es kommt halt auch immer darauf an, wie er steht. Zum, wie der Abfahrer zum, zum Kartoffelernter steht und wie der Kartoffelernter zum Abfahrer. Und wenn der halt eben zu nah dran steht, dann kann der halt nicht passend drehen und dann, ja, gibt's halt eine. Einen kleinen Crash oder geht es halt nicht so wie es eigentlich gedacht ist. Ich fahre jetzt hier hoch. Ich fahre mir wahrscheinlich immer so einen Kreis oder. Und was ist besser? Ich glaube, es wäre tatsächlich besser,
von links nach rechts oder von rechts nach links durchzuarbeiten. Ja, ich fahre jetzt mal bergab. Ist glaube ich relativ schlau so. Können wir Sprit sparen. Oder haben wir jetzt auch mal wieder ein bisschen eine längere Strecke drin gehabt, wo jetzt kein Ballen lag. Aber, ach so. Aber ich glaube, das lag auch daran, weil... weil was? Also vielleicht die Kurve ist oder? Keine Ahnung. Wir haben hier so eine Schneise, weil kein Ballen liegt. Wo liegt der nächste? Oh, das ist der... Ja, das ist der nächste, okay. Ja, ich glaube, der, wo hier lag, der habe ich doch schon oben. Oh, sorry. Den habe ich da oben schon mitgewickelt. Aber ich muss sagen, also diese Kartoffeln. Oh, nee. Oh, er ist reingegangen. Oh, moin. Habe ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Kartoffeln war ich. Dachte ich, geht. Das wächst ja auch schon schön voran. Oh, da müssen wir uns dann auch beeilen, ne? Eieieiei, da müssen wir uns. Oh. Das ist war gerade. Ich weiß auch nicht, was das alles ist. Keine Ahnung, ich glaube, das ist von irgendeinem Mod. Das ist auf jeden Fall keine Fehler und macht nur irgendwelche Zahlen. Solange kein Error oder Warning oder was auch immer. Warning geht eigentlich auch noch. Solange kein Error besteht und das Spiel abstürzt, bin ich noch. Okay, ja, das ist weg, passt. Ich kümmere mich jetzt, ich fahre jetzt den Ball nochmal schnell ran, dann kümmere mich kurz um den Fendt. Also um den großen. Da. So. Der läuft. Nein, stopp. So. Der hat es meines auch relativ schön angesehen. Ich glaube, ich muss die Dinge einfach, die machen es einfach schöner, wenn ich die Breite mal ein bisschen runterschraube. Habe ich früher auch immer gemacht. Und hat. Das geht aber nicht so, Herr Kollege. Er ist ja ein Riesenfleck, den ich angesehen. Das lassen wir so nicht stehen. Das geht ganz und gar nicht. Zeig nochmal an, lass mal runter. So. Oh nein, der Phoenix hat durchdrehende Reifen. Ist er am Abfahren? Wo ist er eigentlich? Ne, er steht am Feld, okay. Ah, das Problem hat sie wieder. Entweder irgendwo hängt er. Er schafft zwar immer irgendwie ein bisschen voranzukommen, aber ab und zu bleibt ein bisschen hängen. Nur gut. Solange immer ganz kleine kurze Nachrichten kommen, bin ich dabei. Oh, das, also, das passt auch. So, dann fahren wir mal. Alter, das sieht aus. Nee, du. Was? Ich dachte mir schon ganz sicher, was ist das? Habe ich auch schon wieder einen Schnack in meinem Zimmer. Das kann doch nicht sein hier. Hier kommt hier eine Schnacke rein. Die kann nicht. Nee. Also entweder die ist schon seit Ewigkeiten hier drin, wo ich die. Oh Gott. Wo ich das Fenster neu immer offen oder die Türe neu immer offen gehabt habe. Terrassentüre, so heißt. Genau, zum Kerl wollte ich fahren. Jetzt haben sie beide Probleme. Nee. Eines hat sich wieder gelöst. Ich wasche schon mal kurz den Fenster und dann. Ja. Oh Gott. Ja gut. Ja gut, ne. Das war nicht geplant. Oh Gott. Er trifft halt auch immer diesen Baum, ne? Also ich weiß nicht, was er... Er hat sich halt auch komplett rumgewunden, ne? Wieso kann ich ihn jetzt schon wieder nicht mehr eingrapschen? Das ist... Oh. Warte mal. So, ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig, Brauner. So. Papa hilft schon. Das passt. So. Und jetzt... Husch. Also, die FPS sind auch gerade wieder komplett im Boden. Cool. Ah! Ach, er hat... Nee. Ich steige immer schnell aus. Ich bin hier nicht durchgefahren. Also... Was düster denn jetzt sitzen? Er hat seinen Abfahrpunkt vorne, oder? Kollege, das ist ein Acker. Ja. Er hat immerhin abgebremst an der Kurve.
Nur ganz kurzes Spektakel. Normalerweise müsste jetzt kurz halten und dann gleich wieder weiterfahren. Das sieht gut. Alter, der Kollege, das ist. Nein. Nein. Da ist. Ja. Nein, ich mich überfahren. Ja. Ja, rechts bleiben, immer noch rechts, nie, ja, ja. Oh. Aber ganz knapp diesmal, aber ganz knapp. Okay, gut, das Problem haben wir somit auch gelöst. Ich wollte jetzt eigentlich zu meinem da. So. Oh. Ja, da haben wir auch, ja. Tut mir leid, Kehre. Dass sie ein bisschen weggehauen hat. So. Das war aber keine Absicht, muss ich sagen. Ich habe einfach Rechtsklick gemacht. Und Rechtsklick ist halt werfen. Und dann hat es halt. Da ist schon wieder der Name. Ich weiß nicht. Das, keine Ahnung. Also entweder haben die CP-Fahrer teilweise jetzt so Namen von den Mitspielern. Oh, das ist ein Mitspieler als CP-Fahrer drin. Was? Nee. Aber das ist irgendwie witzig. Muss mir halt noch dran gewöhnen, dass dann. Okay, ich bin eigentlich schon ein bisschen dran gewöhnt vom Multiplayer an sich, aber mich hat es halt aber anfangs verwirrt, weil es jetzt einfach ein Singleplayer-Projekt ist, deswegen ist halt auch kein Server, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. So. Wie sieht's mit der ab? Ja, das geht noch. Also sind es bei 37% von der Sämaschine. Sozusagen, das geht auch noch. Also eine Ernte hält es auf jeden Fall noch aus. Eine Ernte, sage ich schon, eine Anzahl, und außerdem, wir sehen ja auf der 85ern eh wieder Mais an, das heißt, wir haben eh nur die etwas kleineren Felder anzusehen mit der hier und die andere muss, stimmt, da müssen wir mal gucken, ob wir da auch was mit reinnehmen, oder wobei, es gibt eigentlich so eine schöne von Querneland, ich glaube, dass sie von Querneland ist, aber normalerweise schon, müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Gibt ja natürlich auch jede Menge schöne Mods. Dann stellen wir nochmal den Fronthang rein. Ich sehe nichts, Hilfe. So. Das geht nicht. Ach schade, dieser Millimeter da. Ich hätte glaube ich noch, ich hätte sogar noch weiter einlenken können, aber meine Hand war schon zu nicht so gesund. Hat nicht so gesund ausgeschaut, wie die dran war. So. Passt. Da fahren wir ein Stückchen zurück. Passt. Motor aus, Rückwärtsgang lassen wir gleich drin und Handbremse drin. Passt. Hm? Egal. Dann wollen wir die da oben machen, das genau. Da war mal unser letzter Einsatzort. Da wollen wir jetzt auch gleich wieder weiter. Ballen senken und drinnen den nächsten. Passt, perfekt. Wie viel Prozent haben wir jetzt inzwischen eigentlich schon von der Mission? Oh, 71 schon. Oh, nicht schlecht. Also es geht gut voran. Schneller als ich dachte. Was haben wir denn noch alles? Ich gucke jetzt einfach mal nach dem Preis. 4000. Ja, nee, haben wir leider nicht das Schneidwerk. Nee. Ich suche eigentlich schon. Also 4000 ist schon meine. Ne. 6000? Ja, gerne. Oder 5000, aber. Ja. Die 163. Oh lol, Leute, guck mal. Wird der bei der Mission mit. Den habe ich hinplatziert, also der ist nicht von normal da, aber den habe ich dahin platziert. Agrazeit Landhandel. Was steht bei einer anderen? Landhandel. Wollen wir die. Wir können eigentlich. Ich weiß jetzt nur. Nee, das geht nicht. Das heißt, wir müssen uns die Geräte zwar mieten, aber ich werde trotzdem den LKW, den MAN dafür hernehmen. Den meinst du schon, den Tatra. Weil. Oder war mal 163, wo ist denn das? Warte mal, gucken wir ganz kurz so. Die haben nicht mehr allzu viel. Aber ich möchte jetzt das, wo ist die 163? Ich würde mal sagen, die ist hier irgendwo, oder? 163, hallo. Wo bist denn du? Ich finde die gerade nicht. Hilfe. Wo ist denn die? Ist die da oben? Ne, da oben ist sie nicht. 160, was war es jetzt? Ich hab's wieder vergessen. 163, okay. 160, 65, da, 163.
Ja, das würde eigentlich voll klar gehen. Weil hier ist der Agrozettel-Landhandel, das ist direkt neben unserem Hof. Das würde eigentlich voll klar gehen, muss ich sagen, oder? Wenn man den immer, den Tatra, ich sage immer, immer den Tatra hier nimmt. Wir haben natürlich auch den großen Ernter, das ist nicht schlecht. Dann fahren wir hier lang, zack, zack, zack. Die Ortschaft wird da wieder, ne. Okay, wenn wir den Verkehr auslassen, dürfte es eigentlich relativ gut funktionieren. Dann fahren wir hier rein, zack, da, zack. Hier rein, zack, da rum die Kurve und da wieder raus. Das würde eigentlich funktionieren. Ja, das würde eigentlich gehen. Aber ich lasse jetzt erstmal die andere Mission da noch laufen. Oder wollen wir. Es ist halt die Frage, ne? Die könnte eigentlich auch noch nebenbei laufen, die andere. Ah, Leute, ich bin gerade ein bisschen verrückt, aber ich nehme sie jetzt einfach mal an. Ich nehme sie einfach an. Die 14.000 sind nicht schlecht und. Man sieht ja, das andere läuft eigentlich auch relativ gut. Und es ist, glaube ich, auch immer ein bisschen Abwechslung, hier mal ein bisschen mehr Mission mal wieder zu machen. Dann ist tatsächlich, glaube ich, meines Erachtens auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, man hat immer wieder diese kleinen Problemchen, wo man halt mal ein bisschen nachhelfen muss dann. Kollege, du machst das nicht besser. Oh. Kann ich die noch irgendwie retten? Aber dann machen wir Allrad an. Ne, sperren. Ja. Oh oh. Oh. Wo hängt der eigentlich? Muss man nicht verstehen. Muss man wirklich nicht verstehen. Ich lasse ihm jetzt auch einfach mal Allrad an. Vielleicht kann er sich dann teilweise besser befreien. So, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ist nur die Frage, gibt das ein Problem? Weil das ist ein grimme Weiterung, aber nehmen wir den gleichen dann auch. Aber nee, warte mal, wir können jetzt, glaube ich, ein. Ja, das müsste eigentlich schon funktionieren. Wo? Ich nehme sie. Ach. Hallo. Das war tatsächlich jetzt nicht so geplant. Das habe ich nicht gelesen. Ich muss Multi-Missions hier mit draufnehmen. Wieso habe ich das nicht mit. Ah, stimmt, deswegen. Das habe ich vergessen. Okay, das muss ich jetzt dann sofort jetzt gleich mit draufnehmen. Weil das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Aber ich dachte inzwischen, es geht jetzt schon über Global Company oder so automatisch. Aber nee. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt gleich sofort dran denken, das zu machen jetzt. Das werde ich auch nochmal vor dem Videoschnitt machen. Dass das schon mal gesaved ist. Nicht, dass wir das morgen das gleiche Problem haben. Ich habe jetzt auch gerade dann gedacht, dass ich jetzt einen Cut hier reinmache und das gleich mit reinnehme. Aber wir sind jetzt schon bei 23 Minuten oder 24 schon knapp. Wegen einer Minute lohnt sich das nicht. Dabei habe ich das nicht mehr runter. Habe ich das nicht mal. Doch draufgezogen, wahrscheinlich schon, aber. Wegen der einen Minute lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Aber okay. Wir müssen halt hoffen, dass. Aber doch. Ja, die Mission müsste eigentlich schon bis morgen noch da sein, also schon ein bisschen, boah, creepy, ne? Aber gut. Wie fahre ich denn eigentlich schon wieder? So, warte mal. Stopp. Ah, ich will den eigentlich nicht umfahren, weil der liegt so schön da. Da kommt dann immer zu stehen mit und dann kommt der andere dran. Und ja, ich habe es tatsächlich auch schon wieder verabsäumt zu sagen, wir hatten gestern die 40. Folge auf der Stappenbach hier. Also 40 Folgen schon wieder, also es geht echt schnell. Und ja, ich hoffe jetzt auch mal, dass das Projekt länger geht als wie 50 Folgen oder so. Weil bei die letzte Mal war es dann immer so, dass dann wieder das Spiel dann abgerauscht ist. Bei der Geißelberg weiß ich genau. Da ist der Rest nicht mehr gegangen mit der 1.6. Und die der Kalfig, keine Ahnung, was da war. Da hat sich auf jeden Fall mal der Spielstand zerschossen. Es ging eine Minute, zwei Minuten. Und dann hat sich das Spiel aufgehangen. Keine Ahnung, an was es lag, aber nur. Ich muss nur hoffen, dass es. Ich lege gar nicht mehr zu viel, dass das hier auch noch passiert, aber nein, Leute, es passiert hier nicht. Alles gut. Ich nehme jetzt auch wenigstens ein neues mit drauf momentan. Das, wo mit den Spielstand zerschießen könnte. Und dann passt das. So.
Die drei Ballen da vorne, oder vier sind sie eigentlich noch jetzt hier, mit dem hier, nehme ich noch mit. Aber ich darf mich auch schon wieder bei euch fürs Zuschauen bedanken und auch verabschieden, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Abo, kostenloses Abo, würde mich sehr unterstützen und ist kostenlos. Und ihr kriegt immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Genau, das habe ich euch auch noch gesagt, das ist glaube ich schon 3, 4, 5 Folgen glaube ich. So, in der Videobeschreibung ist tatsächlich ein Link zu meinem Discord-Server. Könnt ihr drauf joinen, Spaß haben, immer ein bisschen mit mir quatschen. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be